ich 4000. Meine Damen und Herren, höre ich 4000. 4000 Euro sind aber kein Geld für einen Ring der Agrippina. Ja, da drüben, danke schön. Die Dame im grünen Kostüm, 4500. Danke schön. Sonst noch ein Gebot? Niemand mehr. 4500 zum ersten, zum zweiten, zum dritten Ringergebieter geht an die Dame im grünen Kostüm. Dankeschön. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum Höhepunkt unserer heutigen Auktion. Die Geschichte beginnt bei den Geschwisterbrüdern, Kämpfer und Trödel. Hier findet man für kleines Geld Dinge für die Damenwelt. Sie halten das vielleicht für blöd. Für uns ist nicht zu abgedreht. Wie zeigten vier Hühneraugen fremdes Haar aus der Waschlauf. Ob Lockenhaar gedreht zum Knödel. Alles von Geschwisterbrödel. Ob Schönheitsfleck aus Ofenhut. Ob Perlenschmuck für die, die suchst. Für Klerus, Adel oder Blödel. Gibt's was bei Geschwisterbrödel? Doch in diesen letzten Tagen bleibt uns leider nichts als klagen. Das Geschäft ist mehr als mau. Wenn das so weitergeht, dann schau. Uns fehlt ein Knüller für den Laden. Vielleicht so Talentate waren. Völlig egal, Hauptsache edel. Sonst adieu, Geschwisterbrödel. Hier findet man für kleines Geld Dinge für die Damenwelt. Sie halten das vielleicht für blöd. Für uns ist nicht so abgedreht. Ja, für uns ist nicht so abgedreht. Blöde Frage, eine Kasse. Ja, eine leere Kasse. Da waren noch gestern Abend noch vier Heller drin. Ach, tatsächlich? Du weißt nicht zufällig, wo die geblieben sind. Hast du Ed denn schon mal gefragt? Ich glaub, das brauche ich ja nicht. Was ist das denn für ein schönes Band, was du da am Arm trägst? Ist das neu? Na ja. Möh. Och, das habe ich gestern von unseren letzten vier Nüsseln gekauft. Hast du sie noch alle? Wir pfeifen hier auf dem letzten Loch und du schmeißt unser Geld zum Fenster raus. Ja, nun bist doch nicht so. Herr im Himmel, was macht man mit so einer Schwester? Wir stehen kurz vor der Pleite. Quatsch, du siehst das alles viel zu negativ. Wir haben bloß einen vorübergehenden Engpass. Von wehen? Schon mal einen Blick auf die Post geworfen? Das ist schon wieder eine Mahnung. Wir kriegen erst wieder neue Frösche, wenn wir unsere letzte Rechnung bezahlt haben. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch unser Verkaufsschlager. Sämtliche Jungfrauen am Eigelstein haben sich doch schon so ein Vieh angeschafft. Zum Glück. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die erste merkt, dass das nur Beschiss ist. Drisswerbung. Was machst du denn da? Ich küsse unseren letzten Frosch. Wenn das ein Prinz wird, haben wir ausgesorgt. Hm? Bist du von Natur aus so blöd oder hast du geübt? Ich hab dir doch eben erklärt, dass das Beschiss ist. Meinst du wirklich? Ja. Man muss verdammt viele Frösche küssen, bevor man einen Märchenprinz trifft. Dann bleibt unser Lieferant eben auf diesen blöden Tierchen sitzen. Von wegen, der verkauft sie jetzt in das Frankenland. Zum Küssen? Nee, zum Essen. Schmecken die denn? Keine Ahnung. Da musst du die Schneckenlutscher fragen. Sollen wir das vielleicht einmal probieren? Ein Frosch essen? Ja. Einfach so? Nee, wir packen den in ein Brötchen und nennen das Ganze Hotfrosch. Und wenn dann doch mal ein Prinz dazwischen sein sollte? Nennen wir es Prinzenrolle.
Geht nicht. Prinzen stehen unter Naturschutz. Schade. Ach, wir bräuchten mal wieder so einen richtig dicken, fetten Auftrag vom Schloss. Oh ja, so wie früher. Ach, das waren noch Zeiten, als Frau von Fiesenfels Hühnerauren-Eyeliner für den ganzen Hofstaat bestellt hat. Oh, da die Sache mit den ersten unsichtbaren Haarnetzen aus Spinnfell. Ja, damit haben wir den ganzen Markt revolutioniert. Ja. Ja, ja. Och, ich glaube, es wird langsam Zeit. Warum hast du den Waren nicht gepackt? Sich, das muss Ed doch machen. Hat Ed es denn gemacht? Naja, offensichtlich nicht. Cinderella! 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 Habt ihr mich gerufen? Hast du den Waren für den Markt schon geladen? Nee, ich wollte zuerst noch schnell... Mit den Tauben reden oder einen anderen Blödsinn machen. Das ist keine Blödsinn, die Tauben verstehen mich. Oh. Ja, klar. Und ein dusseliger Kater versteht dich auch. Ja. So ein Blödsinn kannst du nach Feierabend machen. Jetzt belädst du den Wagen für den Markt, dann machst du die Wäsche. Aber nicht wieder so schlampig spülen. Dann fickst du die Küche und putzt die Fenster. Verstanden? Ja. Ich soll die Fenster bügeln. Was haben wir getan, dass wir mit so einer Schwester geschlagen sind? Stiefschwester, bitte. Schlimm genug. Also los, du packst jetzt den Waren. Ich mach mich ein wenig zurecht. Für den Markt. Jitter. Ha! Warte, ich komm mit! Ja, nicht so schlecht, dein Band. Oh, ich hab oben noch ein Stückchen übrig. Komm, kriegst auch eins. Ja! Und du siehst zu, dass du in die Gänge kommst, sonst kannst du was erleben. Ich spute mich, liebe Schwestern. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Was ist denn los, mein lieber gestiefelter Kater? Mikesch, ich heiße Mikesch. Entschuldige, mein lieber gestiefelter Kater Mikesch. Nur Mikesch. Entschuldige, mein lieber gestiefelter Kater, nur Mikesch. Von mir aus auch das. Aber hör auf, dich dauernd zu entschuldigen. Entschuldige. Vergiss es. Warum lässt du dir das eigentlich von deinen blöden Schwestern gefallen? Ich weiß ja nicht, was du meinst. Die behandeln dich doch wie den letzten A. Also wirklich. Ach, das meinst du nur. Die sind nur ein bisschen streng. Streng? Die behandeln dich wie ihre Sklavin. Ich hab's ja auch nicht besser verdient. Ich bin doch nur ein armes Findelkind. Findelkind hin, Findelkind her. Wenn du so weitermachst, wird nach dir nochmal ein Komplex benannt. Eine Cinderella-Komplex? Klingt gar nicht übel. Vielleicht solltest du mal ein Buch darüber schreiben. Wie denn? Wann denn? Ich weiß doch jetzt schon vor lauter Arbeit nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Dann such dir doch jemanden, der dir hilft. Ach, meine Mikesch. Wer sollte mir schon helfen? Ja, wir helfen hier und überall. Wir lösen ihr größtes Problem. Kein Chaos wirft uns aus der Bahn, so ist es bequem. Für sie ganz bequem. Hey, wir helfen gern. Doch mit Erbsen war das Spiel vorbei. Nur wir zwei sind noch in der Stadt. Die anderen hatten es satt, gingen weit weg von mir. Wir helfen, auch wenn sie uns nicht sehen, nicht sehen. Wir helfen, auch wenn sie uns nicht sehen, nicht sehen. Hey, wir helfen gern. Doch mit Ärzten war das Spiel vorbei. Nur wir zwei sind noch in der Stadt. Die anderen hatten es satt,
gingen weit weg von hier. Hey, wir helfen gern, denn das arme nette Mädchen hier ist ohne uns schrecklich am Brand. Sie hat keinen Freund, keinen Mann, drum sind wir hier, bleiben bei ihr. Wir helfen, wo immer wir es können. Wir helfen, wo immer wir es können. Wir bleiben hier bei ihr für immer. Wir bleiben, auch wenn sie uns nicht sehen. Doch, Janit. Wo kommt der denn auf einmal her? Den haben wir gepackt. Bertie. Alles drauf. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Hey, den haben wir gepackt. Bertie. Das ist ja Zauberei. Man könnte glatt meinen, wir wären im Märchen. Das ist keine Zauberei. Cinderella, den haben wir gepackt. Bertie. Was denn? Bertie, sie kann dich nicht sehen, sie kann dich nicht hören. Stimmt. Ich vergesse immer, dass wir mit ihrer Welt nichts zu tun haben. Aber du hättest ja was mit ihrer Welt zu tun, oder? Sehr gerne. Zieh doch einfach deine Mütze aus, da kann sie dich sehen, da kann sie dich hören. Ich trau mich nicht. Warum denn nicht? Weil ich dann meine Unsterblichkeit verliere. Und? Ist der Preis nicht ein bisschen hoch? Glaube ich nicht. Für einen anständigen sind schon viel höhere Preise bezahlt worden. Ich glaube schon. Was heißt ihr Glaube? Ist er gepackt, ja oder nein? Ja, ist gepackt, aber ich hab's nicht gemacht. Wer denn dann? Die gute Fee? Na, die liegt, soweit ich weiß, mit einer Blasenentzündung im Bett. Dann waren es wahrscheinlich die Heinzelmännchen. Jemand die denn noch? Hallo, sind wir etwa unsichtbar? Bertie. Ach so, ja. Natürlich nicht. Frau Böck hat sie doch alle vertrieben. Wir? Die Frau vom Schneider. Des Schneiders Weib. Aber damals warst du noch zu klein. Was ist denn da passiert? Frau Böck hatte beim Frühstück immer das Gefühl, es hätte jemand von ihrem Tellerchen gegessen. Quatsch. Und aus ihrem Becherchen getrunken. Blödsinn, Mädels, ihr seid ins falsche Märchen geraten. Jetzt erzählen die Schneewittchen. Und deshalb hat Frau Böck auf ihrer Flöte gespielt und hat sie damit aus der Stadt gelockt. Mein Gott, ist die blond. Jetzt erzählt die einen Rattenfänger von Arme. Nee, liebe Schwester, das war anders. Die Frau Böck hat da Erbsen gestreut. Das ist doch Janse, ja. Ja. Hauptsache, die blöden Zwerge sind weg. Ja. Zwerge? Wir sind keine Zwerge, wir sind Heinzelmänner! Anton, dein Blutdruck! Das nennst du Falten? Ich rede dein Gesicht! Nein, Anton, nein! Nein, ich bin ein Heinzelmann, seit ich auf dieser Welt bin, von den Brüdern Grimm auf diese Welt gebracht. Merk dir das endlich mal, du aufgeblasene Backpflaume, du! Warum können sich die Menschen nicht einmal merken, dass es einen gewaltigen Unterschied zwischen Heinzelmännern und Zwergen gibt? Das ist ja auch nicht so einfach. Wir sehen uns ziemlich ähnlich. Ja, aber erstens arbeiten wir nicht im Bergwerk. Zweitens stehen wir nicht in jedem Gartencenter rum. Und drittens schneiden wir bei PISA-Studien regelmäßig besser ab als diese dämlichen Zwerge. Amen jetzt alles! Yeah.
Fräulein, Großherzog von Brauweiler, Infant von Immekeppel, Freiherr von Bergisch-Gladbach, unser geliebter König Johannes der Bade! Was redest du denn so geschwollen? Muss man das denn nicht, wenn der König kommt? Bei Shakespeare ja, aber doch nicht im Meer, schon los verschwinden. Ja. Warum denn? Mit dir hässlichem Vorel blamieren wir uns doch bloß. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, dann nicht in die vornehme Privatetagere los, raus. Aber auf! Boah, was sind die Viecher? Richtig nicht auf, Berti aus dem hässlichen Vorel ist am Schluss ein schöner Schwan geworden. Gott zum Gruß, getreue Untertan! Kommt raus! Vom Walde komm ich her. Zur Sache, Johannes. Hat sie! Gesundheit. Wie? Was? Eure Hoheit, diese Ehre, diese Freude. Womit haben wir es verdient, dass Ihre Majestät... Ist ja gut. Wer ist das denn? Der König, du Dussel. Nee, die Zauberflöte. Das ist seine Schwester, Prinzessin Hysteria zu Fiesenfels. Führt ihre Durchleuchte denn in unser bescheidenes Heim? Von draus, vom Walde komm ich her. Zur Sache, Johannes. Auch wenn heute nicht ist Silvester, spreche ich doch gern mit eurer Schwester. Was kann ich für ihre Merkwürden tun? Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Johannes. Mit euch habe ich nichts anzubandeln, es tut sich um die Schwester handeln. Also doch, ich. Eure mentale Insuffizienz ist wirklich beeindruckend. Dankeschön. Was hat sie gesagt? Dass die zwei bekloppt sind. Nicht ihr wart's, die ich zu mir rief, es war die Schwester, doch die Stief. Was hat das Weib bloß wieder angerichtet? Nichts Böses hat sie angerichtet, sonst hätte ihr schon was gedichtet. Das habe ich ja auch ja nicht gemeint. Sondern? Was hat das Weib bloß wieder angerichtet? Waren wir nämlich nicht auf ihren Besuch. Das macht doch nichts, ihr lieben Leute. Hauptsache die Schwester hilft mir heute. Sie scherzen, ihre Heiterkeit. Da hast du sie noch alle. Die Schwester kam zum Pferdestalle. Sie wollte den Pfanner da kurieren. Da tat das arme Tier krepieren. Im Gegenteil, es hüpft jetzt munter den Berg herauf, den Berg herunter. Was erzählt er da für einen Stuss? Der redet immer so geschwollen, der hält sich für einen großen Dichter. Wo ist denn jetzt eure Schwester? Cinderella! Cinderella. Ihr habt gerufen? Ihre majestätische Heiterkeit, unser geliebter König Johannes, möchte dich sprechen. Oh ja. Markt und Straßen stehen verlassen. Zur Sache, Johannes. Du hast dem Pferd so gut und schnell, jetzt brauche ich Hilfe auf der Stelle. Leiden Ihre Majestät auch unter Schweifbrennen? Du bringst uns doch alle in den Kerker mit deinem Gerede. Ihre durchlauchtigste Schönheit haben doch keinen Schweif. Genau, das ist ja sein Problem. Natürlich habe ich einen Schweif. Er wird nun leider nicht... Johannes! So genau will das hier keiner wissen. Was hat er denn nun? Der hat folgendes Problem. Oh, ihr unglückliche Durchlauchtigkeit. Lebt ihr deshalb so allein auf eurem Schloss? Und nicht nur das vor allen Dingen... Wie soll ich es zu einem Erben bringen? Aber mein Lieber, bin doch auch noch da. Ein Weib soll dieses Land regieren? Was tust du wirres Schwadronieren?
Das gibt es sicher gewiss. Genau, du brauchst dringend eine Frau. Darf ich mich zur Verfügung stellen? Oder? Ich? Auch wenn ihr schön werdet wie Rapunzel und nicht so eine olle Funzel. Ihr taugt mir nicht für dieses Spiel. Denn bei euch fehlt mir das Gefühl. Was ist bloß passiert, seit mein Liebling fortging? Es ist lange her, trotzdem fällt es schwer. Ich kann nicht verstehen, dass sie ohne Gruß ging, auch nach langer Zeit. Tut's mir schrecklich leid, ich wär so gern verliebt, dann hätt ich auch nen Trieb, denn ich brauch für den Thron dringend einen. Auf dem Turm. Rapunzel war ihr Name. Plötzlich war sie weg. Ohne Sinn und Zweck. Ja, war wie Gold. Oh, wie schön. Wie aus der Reklame. Ja, ja, ja. Es saß fabelhaft. Dank drei Wettertag. Ich wär so gern verliebt, dann hätt ich auch nen Trieb, denn ich brauch für den Thron dringend einen Sohn. Dringend einen Sohn. Dringend einen Sohn. Seit sie mich verliebt. Wenn er wie schad. Er kann ich nicht mehr lieben. Wenn er wie schad. Alles ist so leer. Wenn er wie schad. Alles fällt mir schwer. Seit sie von mir ging. Wenn er wie schad. Hat's mit den Trieben. Wenn er wie schad. Ich verliere die Lust. Ich wär so gern verliebt, dann hätt ich auch nen Trieb, denn ich brauch für den Thron dringend einen Sohn, dringend einen. Kind. Und drum, mein liebes Kind, musst du dich trauen, mir einen Liebestrank zu brauen. Mach dir Witze, Majestät. So was kann unsere Stiefschwester doch ja nicht. Da hörst du's. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Herr König, die Schwestern, die haben recht. Nun denk von dir selbst doch nicht so schlecht. Nimm rasch den Mörser in die Hände, weil ich dir eine Belohnung spende. Eine Belohnung? Hm. Dann kann unsere liebe Cinderella das natürlich doch. An was hattet ihr denn da gedacht? An was hattet ihr denn da gedacht, weißt du? Der Taler Zahl steigt bis zum Himmel. Weckt ihr zum Leben, meine... Danke, Johannes. Wir haben verstanden. Selbstverständlich. Du hast es gehört, euer hochwohlgeborener Pluralis Majestatis, wie...
Wie soll ich das denn machen? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Meine Schwester scherzt! Natürlich kann Cinderella das. Sie ist eine Meisterin der weißen Magie. Stimmt? Aha, gegen unsere Cindy ist Miraculix ein Stümper. Aber das stimmt nicht, ich kann nicht zaubern. Du hast es gehört. Also komm, lass uns gehen. Warum so eilig willst du rennen? Tust du mir gar mein Glück nicht gönnen? Aber Bruderherz, es gibt doch nur wenig, das mir so am Herzen liegt wie dein Glück. Tut mir schrecklich leid, euer Hochwohlverbojen, dass ich nichts zu eurem Glück beisteuern kann. Du stehst doch nicht so mutlos da. Du hast doch auch Falala da. Aber das ist ein Tier? Der Widerspruch gefällt mir wenig. Ich bin ja schließlich euer König. Ja, aber wenn alles gut geht, nicht mehr lange. Hä? Wie bitte? Oh, ich hoffe noch lange. Sehr, sehr lange. Vivat! 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 Vivat denn jetzt? Vivat heißt Elebro. Du mach dich schnell als Zwergmann, Kind, und löse mein Problem geschwind. Ja, aber ich... Keine weiß... Aber, du hast keine Wahl, weil ich dein König es befahl. Ich werde mir alle Mühe geben. Der Tatbestand ist nun geklärt. Sie hilft wie vormals meinem Pferd. Schon bald, oh Schwester. Strahlt mein Glück. Jetzt gehen wir aufs Schloss zurück. Aua! Und jetzt gehen wir aufs Schloss zurück. Blöde Frage, den Liebestrank natürlich. Das funktioniert doch nie, da brauche ich Hilfe. Anton, das ist unser Stichwort. Super, dem Gaul hat's auch geklappt. Ja, da hatten wir auch unsere Finger im Spiel. Ich, mein Lieber, ich. Trotzdem, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was ist denn, wenn der Liebestrank nicht wirkt? Der muss wirken, sonst landen wir für die nächsten 10 Jahre im Schutturm. Bloß nicht. Was soll denn dann aus meinem armen kleinen Miekisch werden? Ach, um den musst du dir kein Sorgen machen. Den ersäuf ich im Rhein. Aber Hanni, das könnt ihr doch nicht machen. Und ob wir das können. Also streng dich gefälligst an. So, und nu, ab auf den Markt. Au. Wer die zu Freunden hat, braucht keine Feinde mehr. Keine Sorge, Miekisch. Hanni hat es bestimmt nicht so gemeint. Hast du eine Ahnung? Das hat sie genauso gemeint. Ich hol mir jetzt mein Zauberbuch und dann wird das schon klappen. Hey, Anton, los! Wie los? Wir müssen ihr helfen. Das haben wir bei dem Gaul doch auch gemacht. Ja, damals ging es um Schweifbrennen. Hier geht es um Liebe, das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Sag sowas nicht. So, liebes Leben, liebes Töter, liebes Trank. Für den Liebestrankstandard brauchen Sie 1/4 Liter Krötenschleim, 1/8 unser Ölschwamm und 3/4 Kelle Eelschweiß. Alle Zutaten einmal kurz abkochen und dann abkühlen lassen. Ja. Das alles? Ja, scheint so. Da fehlt doch noch was. Hm? Schabernackwurz. Das ist das Wichtigste überhaupt. Woher weißt du das denn? Ich habe früher mal ein Praktikum bei einer alten Frau im Wald gemacht. Da gab es keinen Zaubertrank ohne Schabernackwurz. Ach, du meinst Rotkäppchens Großmutter? Nee, die war da damals schon tot. Die hatte den schweren Unfall mit dem großen Hund gehabt. Ist sie gebissen worden? Nee, aufgefressen. Die Frau, die ich meine, war im Lebkuchengeschäft und hatte nebenher noch einen Hänselgrill. Verstehe. Heute bleibt die Küche kalt, heute gehen wir in den finsten Wald. Genau. Und wo kriegen wir diesen Schabernackwurz her? Schabernackwurz wächst auf der Wiese, wo das letzte Einhorn grast. Dann nix wie hin. Vielen Dank. Dann wollen wir mal. Krötenschleim, Krötenschleim. Da ist er ja. So. Herein!
Guten Tag. Kann ich euch helfen? Ich bin eine arme alte Frau und habe mich verlaufen. Wo wollt ihr denn hin? Zur Königsallee. Hatschi! Gesundheit. Wartet, ich hole euch einen Stuhl, damit ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Ja. Ja. Setzt euch doch. Ja, ja, ja. Zur Königsallee seid ihr hier verkehrt. Die liegt rein abwärts im Reich des hier grausamen Dreie von Düssel. Wo habt ihr denn diese Kette her? Die habe ich schon, solange ich denken kann. Oh, darf ich mal sehen? Ja. Aua. Ein zerbrochenes Herz. Sie ist es. Sie bitte? Oh, ich meine, sie ist sehr schön. Ja. Wer hat sie euch denn geschenkt? Ach, niemand. Sie lag in dem Weidenkörbchen, mit dem ich flussabwärts schwamm. Den Nil? Nee, doch rein. Ich bin nämlich ein Findelkind. Und du hast keine Ahnung, wer deine Eltern sind? Leider nicht. Wie nennt man dich denn? Kütrup A, dumme Kuh, Zimtzickel am Ende. Ich meine, wie heißt du denn? Aschenbrödel, aber meine Freunde nennen mich Cinderella. Darf ich auch Cinderella zu dir sagen? Aber ja, wir sind doch jetzt Freundinnen. Und wie heißt du? Hatschi! Oh. Ist es noch weit bis zur Königsallee? Mit der Postkutsche circa einen Tag. Aber die kann ich mir nicht leisten. Da werde ich wohl laufen müssen. Die ganze Strecke? Schafft ihr das denn? Auch wenn ich mich ein bisschen ausruhen darf, bestimmt. Aber Jern, und hier in euren Schnupfen hole ich euch ein Schlückchen Medizin vom alten Zauberer Nick. Ja. Hä? Nick's Medi-Night. Ah! Meine Kette, liebe Freundin. Oh ja, natürlich. Wie dumm von mir. Ja. Bin gleich wieder da. Ja. Lass dir ruhig Zeit, mein Kind. Muss ziemlich doof sein, hält mich für eine Nachbarin. Doch ich bin des Königs Schwester, wäre gern hier Königin. Drum bin ich böse, böse schon am Morgen, böse auch am Abend, böse und verdorben. Mein großer Bruder findet keine Frau, weil ich arg durchtriebenes Luder ihm sein Liebestrank versau. Ja, ich bin böse, böse schon am Morgen, böse auch am Abend, böse und verdorben. Schönen bösen Plan gemacht. Böse sein ist ein Vergnügen. Böse sein ist meistens leicht. Nur wer lernt, schlau zu betrügen, hat sein Ziel ganz schnell erreicht. Ja, ich bin böse. Böse schon am Morgen. Böse auch am Abend. Böse und verdorben. Und darum habe ich mir einen schönen bösen Plan gemacht. Keiner wird's kapieren. Keiner hier durchschaut mein Spiel. Um ganz cool zu triumphieren, brauch ich von dem Zeug nicht viel.
Ja, ich bin böse. Böse schon am Morgen. Böse auch am Abend. Böse und verdorben. Und darum habe ich mir einen schönen bösen Plan gemacht. Jetzt noch einmal kräftig rühren. Und dann ist mein Werk vollbracht. Bald schon wird mein Bruder spüren, was das Zeug dann aus ihm macht. Ja, ich bin böse, immer böse. Ja, ich bin böse, aber keiner schöpft Verdacht. Ja, ich bin böse, 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 böse und will an die Macht. Liebste Freundin. Hallo? Komisch, warum bist du denn einfach weggelaufen? Was soll's, ist ja gesund. Sie hat die Handschuhe vergessen. Und den Mantel. Musst ihr dabei eilig gehabt haben. Sag mal, Berti, wer waren denn die Leute, mit denen du im Wald gesprochen hast? Hallo, Hänsel und Gretel. Was wollten die? Ich hab denen ihr neues Navigationssystem erklärt. Und? Haben sie verstanden? Ich glaube nicht. Vielleicht besser so. Wieso? Wäre doch blöd, wenn die auf einmal wieder aus dem Wald rausfinden würden, oder? Was brauche ich jetzt? Geh doch mal los. Was soll ich damit? Kleinschneiden. Womit denn? Da liegt ein Messer. Ah. Das riecht aber komisch. Was hat die denn da reingetan? Na, sowas. Vielen Dank, sehr liebenswürdig. Ich glaube, hier zieht's. Ist das klein genug? Ich hab gesagt, klein schneiden, nicht würfeln. Also noch kleiner? Viel kleiner. Ilschweiß? Da ist der ja. Ja. So. Ich lach gut. Mischen. Und da rein. Moment noch. So. Das stinkt aber. Mit dem Zaubertrank stimmt was nicht. Der stinkt ja wie Katzenpisse. Ich muss doch sehr bitten, mein Pipi stinkt nicht. Das hat auch keiner behauptet, Mikesh. Natürlich der dicke Zwerg. Hier ist aber kein Zwerg. Ich bin kein Zwerg, ich bin ein Heinzelmann. Du bist ein dicker Heinzelmann. Nein, ich bin nicht dick, ich bin nur für mein Gewicht zu klein. Lass dich von den Mottenpfiffi nicht provozieren. Ich geb dir gleich Mottenpfiffi, du abgebrochener Riese. Hier ist auch kein abgebrochener Riese. Aber ich kämpf doch grad mit ihm. Mikesh, Mikesh, bist du gestern wieder mit dem gestiefelten Kater um die Häuser gezogen? Bestimmt nicht, der ist doch mit dem Bremer Stadtmusikanten auf Tournee. Dann hast du bestimmt Halluzinationen. Wer hat Halluzinationen? Mein kleiner Mikesh hier. Ach, tatsächlich. Ja, er behauptet, ihr laufen Zwerge rum. Heinzelmänner! Sag ich doch. Ist ja gut. Bleib du schön auf deinem Kissen. Womit haben wir das verdient? Ne Laden, der nicht läuft und eine Schwester, die bekloppt ist. Cinderella ist nicht bekloppt. Das war keine gute Idee, die in unserer Familie aufzunehmen. Was erzählst du mir das? Unsere Mutter hätte das Weidenkörbchen auf dem Rhein vorbeischwimmen lassen sollen. Aber dann wäre ich bei mir raus am Dreieck von Düssel gelandet. Eben. Dann hätte der sich mit dir rumplaren müssen. Warum seid ihr bloß so gemein zu mir? Ist es nicht schon schlimm genug, dass ich weder Vater noch Mutter kenne? Sei doch froh. Vielleicht war deine Mutter eine böse Fee und dein Vater Rumpelstilzchen. Stimmen. Die und Rumpelstilzchen. Boah, was sind die gemein? Berti, gib dir keine Mühe, die spüren dich nicht. Das haben wir gleich. Sag bloß, du traust dich.
Lieber doch nicht. Feigling. Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Lacht ihr nur. Aber eines Tages kommt jemand, der mich retten will. Oh ja, ich weiß schon. Ein weißer Ritter in einer schimmernden Rüstung. Genau, ein wunderschöner Prinz. Ah, oder vielleicht besser sogar noch ein König. Erzherzog von Pullein, Beschützer der Witwen und Waisenrächer, der enterbte unser geliebter König Johannes der Dritte. In Fachkreisen noch Johnny Depp genannt. Was zum los, ihr Weibsleut alle? Mich hielt's im Schloss nicht, liegt im Stalle. Hofft, mir tut mein Glück bald winken. Möcht rum von meinem Trunk jetzt trinken. Selbstverständlich, ihre infantilsten Entfand der westlichen Hemisphäre. Komm, mach voran, ihre höchste Einfältigkeit habe nicht ewig Zeit. Aber der Trunk muss doch über Nacht noch ziehen. Das darf nicht wahr sein, holde Maid, dann ist der Trank noch nicht so weit. Leider, Majestät, wenn ihr zu früh davon trinkt, dann wirkt er vielleicht ja nicht. Unsinn! Oder taugt euer Trank etwa nicht? Im Gegenteil, der wird eine phänomenale Wirkung haben. Ich bin ein König und kein Hippie, doch das verstinkt nach Katzenpipi. Doch schon die ganze Zeit. Arznei ist eben keine Leckerei. Du sagst es, liebe Schwesterlein, und schüttig's einfach in mich rein. Geschmacklich ist das nahe Null. Da schmeckt er schlimmer als Red Bull. Rührt sich schon was, Ihre Gnaden? Ich glaube, ich muss doch etwas warten. Kein Spargel wächst in meinem Garten. Komisch, wächst bei dir den Garten nicht? Nein. Anton, wieso funktioniert das nicht? Ich verstehe das auch nicht. Mit Schabernackwurz klappt das sonst immer. Du mit deiner weißen Magie. Ich hab dir doch direkt gesagt, die dusselige Kuh kann das nicht. Was machen wir denn jetzt? Woher soll ich das denn wissen? Vielleicht sollten Ihre Herrlichkeit noch ein Schlückchen nehmen. Naja, das funktioniert beim ersten Schluck oder ja nicht. Ein zweiter Schluck, nun sei es drum, der bringt mich sicher auch nicht um. Der zweite Schluck, ich sage es klar, ist schlimmer als der erste war. Spüren Ihre Majestät denn jetzt eine Wirkung? Die Sache hier scheint sehr verzwickt. Der Spargel bleibt wie eingeknickt. Merkwürdig. Was habe ich denn da falsch gemacht? Das frage ich mich allerdings auch. Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen warten. Darf ich mir erlauben, den Majestäten ein Schlückchen von unserem Holunderwein zu kredenzen? Für mich nicht, vielen Dank. Und wie ist es mit dir? Holunderwein ist mir zu sauer. Ich widme mich jetzt meiner Trauer. Aber jetzt bin ich ein Trauerkloß, da bin ich doch immer kinderlos. Da tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Und wie dir das noch leid tun wird. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Was meinst du? Das Schicksal treibt mich doch ins Grab. Im Stich lässt mich mein Krisenstab. Zerstört ist all mein Liebesglück. Und gehen wir jetzt aufs Schloss zurück. Aua! Zerstört ist all mein Liebesglück, drum gehen wir jetzt aufs Schloss zurück. Doch halt! Doch halt! Ja, gibt's denn das? Ich glaub, verdammt, da tut sich was! Na, das hat ja vielleicht gedauert. Ach, du lieber Himmel! Was ist das denn? Was hab ich denn da bloß wieder angerichtet? Ich weiß, ich bin ein schöner Mann und starrt mich doch nicht alle an. Majestät, wie soll ich sagen? Ihnen ist da was gewachsen. Nicht da! Ja, wo denn dann? Da!
Herr Weiber, ich verstehe nichts mehr, du hol mir doch einen Spiegel her. Oh Gott, ich komme mir töricht vor. Ich habe ja ein Eselsohr. Zwei, um genau zu sein. Oh, mein armer Bruder. Welch ein Unglück. Welch ein Unglück. Aber daran ist nur dieses Gesindel schuld. Wir schämen uns bis in den Keller, doch wir wollen's nicht. Nur Cinderella. Nicht jeder reimt so gut wie ich, was jeder reimt, klingt fürchterlich. Entschuldigung. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich werde mir Zeilen suchen, um Cinderella zu verfluchen. Aber das kann er doch nicht machen. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. In zwei Stunden ist die Wirkung von dem Zauber sowieso vorbei. Dann sag ihm das doch. Wie denn? Schickt sie doch einfach nach Cayenne. Wohin? Dahin, wo der Pfeffer wächst. Oder werft sie ins Feuer und dann den Drachen zum Fraß vor. Bloß nicht. Der Drache kriegt von Kurzibratenem immer Dünnpfiff. Aber das ist alles noch viel zu harmlos. Verbanne sie. In die Stadt im Norden. In die Stadt der Finsternis. In der die toten Seelen wohnen. Genau. Oh Gott, der schickt die nach Düsseldorf. Frau Schwester, habt ihr es wohl bedacht? Ist diese Strafe nicht zu hart? Nur Härte macht dich zum Regent, weil man dich sonst einen Schlappsack nennt. Jetzt fängt sie auch noch an zu räumen. Anton, wir müssen was unternehmen. Wie denn? Ich tu's dich gern und nicht mit Wonne. Doch hier geht's um die Staatsräson. Knie nieder hier zu meinen Füßen, du wirst für deine Tat jetzt büßen. Du wirst auf Lebzeit nun verbannt und darfst nie mehr ins Märchenland. Sehr guter Vorschlag, Majestät. Und schickt ihren räudigen Kater gleich mit. Oh, bitte nicht, Mikesch. Ich will mich meinem Schicksal fühlen, aber verschon meinen armen Kater. Ich will das Spiel zu weit nicht treiben. Du musst gehen, das Tier kann bleiben. Husch, husch. Ja, aber da fehlt ja noch was. Ohne Schwert funktioniert das doch nicht. Ach so, ja. Gezeichnet wirst du wie einst Kain. Reg dich nicht auf, die Pein ist klein. Dein Frevel war zwar fürchterlich, oh, tut's mir leid, ich kann das nicht. Oh. Ich hab's ja gleich gewusst, du Schlappsack. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ich täte schon das Image wegen. Doch meine Seele tut sich regen. Auch wenn ich's nicht erklären kann, ich schick sie nicht in Acht und Bann. So langsam wird mir der Kerl sympathisch. Typisch Mann. Wenn's acht auf acht kommt, wird gekniffen. Alles muss man selber machen. Gib her. Oh. Oh, ja. Auf die Seite. Untertan, so wartet doch! Ich weiß es schon seit Kindheitstagen, die Frau ist schwer nur zu ertragen. Anton, lass mich los! Ich muss doch Cinderella helfen! Wie denn? Sie können dich nicht sehen, sie können dich nicht hören. Aber ich hab doch trotzdem ein Herz. Warte. So schlimm ist es schon. Noch schlimmer. Ja. Da gibt es nur eins, du musst es machen. Du meinst? Ja, klar. Und meine Unsterblichkeit? Die ist dann zum Teufel. Was mache ich denn jetzt? Du musst dich entscheiden, Cinderella oder das ewige Leben. Wirklich? Oder hast du eine bessere Idee? Nein, aber ich habe Angst. Mein Gott, nun trau dich doch mal. Heutzutage wollen die Frauen nur Kerle, die sich schwer was trauen. Ja, so einen Typ braucht die Welt, denn hey! Ich bin doch nur ein kleiner Mann, es dauert meistens furchtbar lang. Und wenn ich mich mal traue, krieg ich Aua! Mensch ist Kind, nun sei nicht bange, geh doch einmal richtig aus dir raus. Warte bitte, bitte nicht so lange, denn sonst lachen alle dich bloß aus. Helden sind nur dich, ein Kind, der niemals auf die Schnauze fällt. Und darum vermute ich,
gefällt das auch der Damenwelt. Hör bloß auf, das kann ich nicht machen. Ich kämpfe doch nicht gegen Hexen und Drachen. Ich bin nun mal eine feige Sau von Haus aus. Stell dich nicht an, sonst wird's für dich teuer. Jetzt schubst doch mal endlich eine Hexe ins Feuer. Und dann stehen die Damen auch bei dir stramm. Menschenskind, nun sei nicht bange. Geh doch einmal richtig aus dir raus. Warte bitte, bitte nicht so lange. Denn sonst lachen alle dich bloß aus. Helden sind mutig, ein Typ, der niemals auf die Schnauze fällt. Und darum vermutet, dir fällt das auch der Damenwelt. Willst du das Herz einer Schönen erringen? Ich weiß, da muss ich ein bisschen mehr bringen. Da muss schon was Besonderes geschehen. Bis jetzt kann sie mich doch nicht einmal sehen. Mensch, mach hin, die Zeit wird langsam knapp. Da muss es doch ein Zaubermittel geben. Du meinst? Na klar, die Mütze, die muss ab, 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 ab. Helden sind mutig. Ein Typ, der niemals auf die Schnauze fällt. Und darum vermutlich. Gefällt das auch? 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 Der Damenwelt. Der Damenwelt. Anton, und was mache ich jetzt? Anton, wo bist du? Ich stehe vor dir, aber du kannst mich nicht mehr sehen. Anton, ich kann dich nicht mehr sehen. Das sag ich dir doch grad, siehste. Das hast du jetzt davon. Anton! Nee, Jung, das nützt jetzt nichts mehr. Bah, was riecht das hier so komisch? Anton, hör auf mit dem Quatsch! Oh Mann, bist du schwer von Begriff! Anton, wo steckst du denn? Anton! Anton, bist du das? Du kannst mich nicht mehr sehen! Was soll das denn jetzt bedeuten? So schwer ist das doch nicht. Ich weiß! Na also! Ich soll keine Spiegeleier essen! Oh. Ach, was wollen die denn hier? Die wohnen hier. Was mache ich denn jetzt? Nein. Was sage ich denn jetzt? Oh. Was soll ich jetzt tun? Oh, ich brauche dringend ein Fußbad. Meine Füße. Meine armen, armen Füße. Die stinken. Meine Füße stinken nicht. Aber hier stinket doch. Stimmt. Wie nach Schwefel. Aber meine Füße sind das nicht. Meine Füße brennen. Jetzt hör doch endlich mit deinen blöden Füßen auf. Wenn du meine Ferse hättest. Wie kann man nur so blöd sein und sich wegen einem Kerl die Ferse abpacken? Das musst du gerade sagen. Dir fehlen doch seit der Geschichte mit dem blöden Schuh auch 3 Zehen. Wenn ich die Cinderella erwische. Der dreht das Gesicht auf den Rücken, der dusseligen Ziege, der... Du, Kurdo! Berti, pass auf, sie können dich sehen. Cinderella ist nicht dusselig. Was ist das denn? Das siehst du doch, ne Zwerg. Ein Hanselmann. Und was willst du hier? Ich will... Ja, nur los doch. Raus mit der Sprache. Ich... Anton, hilf mir doch! Mit wem redest du denn da? Mit Anton. Welchem Anton? Hier ist kein Anton. Aber natürlich. Aber den könnt ihr nicht sehen. Ah ja, der Anton, der ist hier. Aber den können wir nicht sehen. Aha. Aber du kannst ihn sehen. Nein, ich habe doch die Mütze abgenommen. Aber wenn du die Mütze aufsetzen würdest, dann könntest du den sehen.
Nein, das funktioniert leider auch nicht mehr. Ach, das funktioniert leider auch nicht mehr. Vera Dachschaden. Weißt du was? Versuch's doch mal nebenan beim Fischverleiher. Vielleicht hast du ja Glück und findest deinen lieben Anton da. Und tschüss. Den sind wir los. Aber ich muss doch hier auf Cinderella warten. Was willst du denn von der? Es ist nämlich so. Ich dachte, ich wollte, ich bin... Was denn nun? Wie soll ich euch das bloß erklären? Als ich Cinderella zum ersten Mal gesehen habe. Da! Was? Da war Vollmond. Nee, das darf doch nicht wahr sein, sowas. Hanni, siehst du das auch? Ein Menetekel. Was hat das denn zu bedeuten? Wenn ich das bloß wüsste, ein Z und ein B. Zentralbank, Zimmer mit Bad. Na, zum Beispiel. Ein Zwiebelbraten. Zahnbuster. Ja, seid ihr denn so blöd, den Eimer Wasser umzukippen? Was ist das denn? Das siehst du doch noch, eine Zwergisch. Ein Heinzelmann! Das ist mein Anton! Oh wei. Nein, Anton, das funktioniert nicht. Und jetzt? Jetzt weißt du auch nicht mehr, was du tun sollst. Hast du eine Ahnung? Gestatten, dass ich mich vorstelle. Oh. Ich bin der Anton. Oh. Aber meine Freunde... Meine Freunde können Toni zu mir sagen. Oh. Und ihr seid... Hannelore Brödel. Meine Freunde dürfen mich Hanni nennen. Enchanté. Und ihr seid... Nanalore Brödel. Aber meine Freunde dürfen mich Nani nennen. Ich ward narrisch von so viel Schönheit. Sie machen mich ganz verlegen. Mich auch, Herr Toni. Die Puppa, lass doch das Heer weg. Nur Toni. Was führt dich denn zu uns? Nur Toni? Die Liebe. Ich hab's ja gleich gewusst. Wir beide gehören zusammen wie Adam und Eva. Heino und Hannelore. Siegfried und Roy. Aber um mich geht's doch gar nicht. Sondern... Es geht hier um meinen Freund Berti. Den kannst du haben. Was soll ich denn mit dem? Wenn ich ihn einmal hat, Schnufe, dann hannest er doch quer um einen Naushang. Ja, es handelt sich mehr um eure Schwester. Ach so, Cinderella? Genau. Das kleine Gedrück verrückt, Kündehan. Hast du es gehört? Ich kann sie haben. Ja, aber du musst sie doch erst mal fragen, ob sie überhaupt will. Die hat nichts zu wollen, die muss. Genau, ein Esser weniger. Wann soll die Hochzeit sein? Was für eine Hochzeit? Deine Hochzeit mit Cinderella. Ich will sie doch nicht gleich heiraten. Sondern... Ihr wollt erst mal... Erst mal dran fühlen. Genau. Von wegen. Angefasste Ware muss genommen werden. Was springt denn dabei raus? Nichts. Nichts. Ich habe kein Geld. Dann sollen wir unser liebes Schwesterlein einem hergelaufenen Hungerleider überlassen. Ja, aber sie haben doch gerade... wussten wir ja noch nicht, dass ihr die Ehre unserer lieben Schwester beschmutzen wolltet. Genau. So wart
Unsittliches! Gebt in unserem Hause nicht! Raus mit euch, und zwar sofort! Und lasst euch hier nie wieder blicken! Aber gerade habt ihr doch gesagt, aber, dass ihr... Nicht raus mit euch! Könnt ihr möglicherweise... Sonst hetz ich die Hunde auf euch! Aber wir haben doch gar keine Hunde. Das war mir in dem Moment egal. Eigentlich schade, dass wir Cindy nicht losgeworden sind. Wartet ab. Wenn der Zwerg richtig scharf auf die ist, kommt er wieder. Wo willst du denn hin? Ein Fußbad nehmen. Und hinterher ersäufe mal die Katze. Oh, da bin ich ja wohl zuerst dran. Mit dem Ersäufen? Quatsch, mit dem Fußbad. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Deine Schwestern wollen mir ans Leben. Das werde ich niemals zulassen. Dann müssen wir fliehen. Ich fürchte, du hast recht. Wohin denn? Ach, keine Ahnung. Nur ganz weit weg von hier. Ist es sicher? Natürlich nicht. Im Gegenteil. Ich bin total verunsichert. Hochgradig gestresst und völlig von der Rolle. Wahrscheinlich werde ich ein nie wieder gut zu machendes Trauma erleiden. Wahrscheinlich werde ich... Ich gehe jetzt packen. Und du? Du wartest hier schön auf mich. Und ich pack für dich mit. Vergiss mich nicht. Berti, kannst reinkommen, die Furien sind weg. Zum Glück. Hey, es stinkt hier. Irgendwie nach Schwefel, ist mir vorhin schon aufgefallen. Wo kommt das denn her? Das ist der Liebestrank. Quatsch, im Liebestrank ist doch kein... Du hast recht. Jetzt wird mir einiges klar, das waren Hexenzauber. Die Eselsohren von Johnny Depp. Ach, du meinst... Ja, klar. Irgendjemand hat den Zaubertrank verpanscht. Wer sollte denn sowas tun? Keine Ahnung, aber das kriege ich noch raus. Wenn ich mal was sagen darf. Halt die Klappe. Bitte dann eben nicht. Wo willst du hin? Hier in der Nachbarschaft, hör mich mal um. Vielleicht hat irgendeiner was gesehen. Da komme ich mit. Nein. Du bleibst hier. Du musst mit Cinderella reden. Willst du das nicht für mich machen? Willst du was von ihr oder ich? Ja. Du hast recht. Ich werde mich ihr zu Füßen werfen. Und ich werde dann sagen, Scheiße, da ist sie. Lebt wohl, ihr Berge, ihr liebten Triften. Ihr traulich stillen Täler, lebet wohl. Was ist los? Ach nichts, ich wäre jetzt so weit. Na dann mal los. Am besten wir verstecken uns im finsteren Wald. Jans allein? Oh Mikisch, ich hab Angst. Da musst du durch. Oder glaubst du immer noch an deinen Ritter in glänzender Rüstung? Oh ja, eines Tages kommt mein Märchenprinz, du wirst schon sehen. Ich bin da. Einsam bist, vielleicht hältst du mich für klein. Ich bin größer als ich schein, vielleicht. Ich bin immer für dich da, ich bin da, das ist ganz klar. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich bin immer für dich da, ich bin da, das ist ganz klar. Ich bin da, ganz nah. Ich sah, wie
Ich bin immer für dich da, ich bin da, das ist ganz klar. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich bin immer für dich da, ich bin da, das ist ganz klar. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Er ist da. Ich bin da. Er ist da. Für dich da. Er ist da. Uns ganz du dickes Ei, das soll ein Märchenprinz sein. Etiebe, auch kleine Prinzen, stimmt's? Berti, aber ich bin kein Prinz. Ich bin ein Heinzelmann. Und du willst für mich da sein? Ja. In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet? Wenn das unbedingt sein muss. Ja. Halt! Du kennst den Kerl doch noch gar nicht. Noch nie was von Liebe auf den ersten Blick gehört? Die gibt's doch nur im Märchen. Eben. Mein lieber Schwan, du legst ja ein Tempo vor. Wer ist das denn? Mein Name ist Heinzelmann, ich bin Leiter der Soko Liebestrank. Willst du mich verhaften? Ganz im Gegenteil, ich will verifizieren, wer den von dir gebrauten Trank mit Sulfur kontaminiert hat. Wie bitte? Er will herausfinden, wer den Schwefel in deinen Liebestrank gemixt hat. Wer sollte denn so was Furchtbares tun? Das kriege ich noch raus. Die Nachbarn jedenfalls haben nichts gemerkt. Wenn ich mal was sagen darf. Halt die Klappe. Aber Anton, lassen doch. Es war die alte. Wer? Die nette alte Frau, die zur Königsallee wollte. Von wegen nette alte Frau, das war Hysteria von Fiesenfels. Warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Ich wollte die Autoren nicht in Schwierigkeiten bringen. Was für einen Grund sollte die denn haben? Dann frag sie doch gleich selber. Mach ich schon. Der König kommt! Der König kommt! Von Loma, große Herzog. Hat genug geschrien, ich weiß, dass ich der König bin. Aua! Ich sage es dir noch einmal, Johannes. Du machst einen schweren Fehler. Als Mann und König muss ich lachen. Ich kann gar keine Fehler machen. Oh, welche Freude, Ihre Fürstlichkeit. Eure Eselsohren sind verschwunden. In der Tat, ich tue es bekunden. Nach einem Schläfchen von 2 Stunden... wach ich auf in meinem Zimmer und die Ohren sind wie immer. Da hab ich schon direkt gesagt, dass der Zaubertrank in 2 Stunden vorbei ist. Dann bin ich aber froh, Euer Majestät. Das bin ich auch, drum kannst du bleiben, will dich nicht mehr von hier vertreiben. Na wunderbar, dann steht im Happy End ja nichts mehr mich. Von wegen. Erstens ist es noch keine 10 Uhr. Und zweitens habe ich da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wer seid ihr überhaupt? Lumpenpack ist das, Ihre Gnaden. Gesindel. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Wie redest du denn mit meinem Verlobten? Du hast dich mit dem dicken Toni verlobt. Nee. Mit
dem kleinen Pferdi. So schnell geht das? Na klar, wir wollen nicht lange eiern und zügig eure Hochzeit feiern. Wo kommt denn jetzt ein Kindelein, will ich davon der Pate sein? Bist du von Sinnen, Johannes? Du weißt doch nicht, was dieses Pack gegen dich im Schilde führt. Deine Sorgen macht das Herz mir warm. Bloß, die Leute scheinen mir ganz harmlos. Deine Menschenkenntnis bringt dich noch mal ins Grab. Aber der König hat doch recht. Ich habe dich durchschaut, du falsche Schlange. Du trachtest meinem armen Bruder nach dem Leben. Jetzt übertreibt sie aber, Frau von Fiesenfeld. Cinderella ist nicht die Schlauste, aber sie kann keiner Fliehe was zu Leide tun. Haltet ihr euch da raus? Wahrscheinlich steckt ihr alle unter einer Decke. Anton, was hat sie eigentlich gegen uns? Keine Ahnung, aber riechst du das auch? Was? Schwefel. Jetzt, wo du sagst? Mir deucht, der kleine Mann hat recht. Irgendjemand riecht hier schlecht. Der Kater hatte Wahrheit gesagt, die Zauberflöte stinkt. Oh. Was fällt dir ein, du Zwerg? Einzelmann! Doch muss ich dich jetzt trotzdem rüffeln, denn meine Schwester tut nicht müffeln. Sie müffelt nicht, sie stinkt nach Schwefel. Genau. Und das beweist, dass sie den Zaubertrank verpanscht hat. Das ist doch lächerlich. Warum sollte des Königs Schwester sowas tun? Das kriege ich noch raus. Du glaubst doch nicht ein Wort von dem, was dieser Irre da erzählt. Ich glaube kein Wort hier diesem Mann, wenn er es nicht beweisen kann. Das zu beweisen ist nicht schwer. Ich brauche dieses Schnupftuch und nicht mehr. Huch. Hör mal, Freundchen, wenn er da rein, bin ich das. Entschuldigung, von wegen. Anton, was machst du da? Ich mache jetzt eine DNA-Analyse. Ich vergleiche Ihre DNA, Ihren dauernden Nasenausfluss am Mörser, mit dem am Taschentuch. Sie ist überführt, der Rotz ist identisch. Mir wird ganz kalt. Mir wird ganz heiß. Der Rotz hier, der ist der Beweis. Warum, da hätte ich gern gewusst, könntest du mir keine Liebeslust. Kapierst du das immer noch nicht, du Holzkopf? Hysteria, du bist gemein. Mein Kopf ist nicht aus Holz, oh nein. Doch hätte ich trotzdem gern gewusst, warum wünschst du mir Liebesfrust? Majestät, ist doch furchtbar einfach. Die will nicht, dass sie Kinder kriegen, damit sie nach ihrem Tod Königin wird. Nach diesem quasi Brudermord. Kannst du dir meine Gunst verscherzen? Du gehst am besten ganz weit fort. Du wirst nie Königin der Herzen. Drauf geschissen, lieber König. Dein blödes Reimen kratzt mich wenig. Es ging mir heute, sag ich's dreist, schon immer furchtbar auf den Geist. Drum gehe ich jetzt. Und zwar für immer. Die Szene wird zum Tribunal. Ihr habt doch alle keinen Schimmer. Und du, mein Bruder, kannst mich mal. Nee, warte, Elend, Nanni. Hättest du das von der gedacht? Nee, das war doch mal so eine feine Frau. Da kann man mal sehen, wie man sich irren kann. Ach, Euer Majestät. Das mit ihrer Schwester tut mir furchtbar leid. Sie ist weggeflogen. Können wir dem armen Mann nicht irgendwie helfen? Ich hab oben noch ein Hühnersüppchen. Soll ich euch das wahr machen, Majestät? Vielen Dank, du holde Puppe. Mir ist jetzt nicht nach Hühnersuppe. Oder vielleicht ein Schnäpschen? Lieber nicht, auch Alkohol tut meiner Seele jetzt nicht wohl. Hab nicht mal mehr ein Schwesterlein. Ich bin jetzt einsam und allein. Wir können es doch noch mal mit der Nachkommenschaft versuchen. Ich stelle mich ja da gerne zur Verfügung. Aber ich denke, der ist im... Im Polohemd sehen, Majestät, bestimmt viel besser aus. Stimmt, Nanni? Ja, ja, bestimmt. Aber trotzdem ist er doch... Immer durstig. Majestät ist immer durstig. Nur halt endlich die Klappe und kümmere dich um den Tee. Und wir kümmern uns um den Liebestrank. Anton hat recht.
Ich hab noch alle Zutaten da. Krötenschleim. Hm? Ilschweiß. Hm? Und Ölschwamm. Es fällt noch Schabernackwurst. Nimm ein bisschen mehr, da brauchen wir das Zeug über Nacht nicht ziehen lassen. Euer Majestät, es ist angerichtet. Ich bin bestimmt kein großes Licht. Doch das probiere ich sicher nicht. Warum denn nicht? Das Zeug ist vielleicht auch verhext. Wer weiß, was mit einem wie wo wächst. Nee, Majestät, da müsste ich keine Sorgen machen. Mit dem Zaubertrank ist alles in Ordnung. Geschwind, beweis es mir, mein Bester. Such für den Trunk einen Tester. Sie sehen, Majestät, mir wachsen keine Eselsohren. Was anderes offensichtlich auch nicht. Ihr seht, ihr könnt mich nicht ermannen. Am besten ziehe ich jetzt von dannen. Wer mich um eine Trauer kennt, der weiß, hier gibt's kein Happy End. Moment, Majestät, ohne Happy End kommen Sie mir hier nicht weg. Aber wir haben doch keins. Ja, dann müssen wir uns professionelle Hilfe suchen. Soll ich mal Autoren anrufen? Nee, denen fällt doch nichts Vernünftiges ein. Wir brauchen eine gute Fee. Hey, dann mal los! Ja, du sagst das so einfach. Geh doch den Spruch nicht mehr zusammen. Ach Mensch, Anton, denk doch mal nach. Ja, was glaubst du, was ich gerade mache? O weh, du gute Fee. Dein Beistand hier vonnöten ist. Wo bleibst du denn, verdammter Mist? Verdammte Kacke, wer war das? Welcher Idiot hat mich hier hingerufen? Ich war das. Blöd, Mann. Wo hast du überhaupt den Zauberspruch her, du Zwerg? Ich bin kein Wattfreundchen. Schon gut. Gar nichts ist gut. Wo hast du den Spruch her? Den kennen doch bloß Hexen und Herr Ackermann von der Deutschen Bank. Hast du da ein Konto? Nee, ich hab früher mal bei einer Hexe gejobbt. Warum seid ihr denn so böse? Ha, weil ich es hasse, wenn mir einer meine Termine durcheinander bringt. Vor genau 3 Minuten hätte ich bei meinen Urologen sein müssen. Ja, Fräulein Fee, tut mir schrecklich leid, dass wir Sie so inkommodieren, aber wir haben hier ein ganz grundsätzliches Problem. Unser geliebter König kriegt leider keinen mehr... Hochgelobt, euer Mitgefühl! Doch red darüber nicht so viel. Ich habe es schon kapiert. Und jetzt soll ich die Sache in die Hand nehmen. Von mir, dem König und Infant, nehmt ihr gar nichts in die Hand. Majestät, machen Sie sich keine Sorgen, so wie die drauf. Es hilft ihr uns bestimmt nicht. Ja, Lust habe ich wirklich keine. Aber ich muss. Was habt ihr für ein Problem? Ach, unser Liebestrank funktioniert nicht. Ja, kein Wunder. Da fehlt ja auch die wichtigste Zutat. So, hier ist der Tee. Wir brauchen keinen Tee, wir brauchen Nymphenträger. Tut mir leid, die sind seit gestern aus, aber ich kann ja welche bestellen, Frau. Ich bin Anita, die Elfee. Oh. In gewissen Kreisen auch Dena-Lady genannt. Pass bloß auf, euch zu zanken, sagen uns lieber, wo wir diese Nymphentränen herkriegen. Eine gute Fee hat sowas zufällig immer dabei. So. Wie? Und das jetzt alles? Keine Bange. Gleich fängt der Zeug am Schäumen an und dann ist er fertig. Vom Schaum lässt keine Blase sich erblicken, drum stehen wir ratlos um den Topf herum und sprechen chorisch wie die alten Griechen, doch keiner von uns weiß so recht warum. Komisch, wieso klappt das denn nicht? Die Tränen waren doch ganz frisch. Oh Gott! Wie peinlich!
wirklich? Der Schreckensblitze steht euch im Gesicht. Sagt's frisch heraus. Stimmt mit dem Trunk fast nicht. Das Fläschchen hier war für meinen Urologen bestimmt. Soll das heißen, das ist Pippi? Den Pippi, Blödmann. Na toll. Jetzt ist der Lebenstrank endgültig versaut. Nicht mal mit einer guten Fee kriegt man vernünftiges Happy End zustande. Dann werde ich mich nicht mehr verlieben und werde auch keine Kinder kriegen. Jetzt red doch nicht so einen Stuss, du hast doch schon ein Kind. Ich fürchte, die Fee, die spinnt. Ich habe nicht mal ein halbes Kind. Wieso? Hier steht es doch. Oh, Quatsch, das ist unsere dusselige Stiefschwester. Von wegen, das ist eure gnädigste Prinzessin. Du bist doch mit dem Klammersack gepudert. Ihre Einfältigkeit, die Fee will euch zum Narren halten. Unsinn, Feen dürfen gar nicht lügen. Wollt ihr das Kind hier an mir preisen, müsst ihr die Vaterschaft beweisen. Jetzt zeig den König mal dein zerbrochenes Herz. Mir deucht. Das ist kein schlechter Scherz. Ich hab den anderen Teil vom Herz. Bekam's eins aus Rapunzels Hand, bevor für immer sie verschwand. Und deshalb ist Cinderella eure Tochter. Mein Töchterlein. Mein Väterlein. Komm. Die Geschichte ist an den Haaren herbeigezogen. Ja, ist ja auch Rapunzels Geschichte. Trotzdem. Willst du jetzt ein Happy End oder nicht? Ja, aber ja dann halte Klappe. Das war nämlich so. Die fiese Hysteria hat Rapunzel eingeredet, dass ihr kurze Haare besser stehen täten und hat sie zu ihrem Freund Udo geschickt. Und der hat ihr die Haare abgeschnitten? Den schönen Zopf, wie schade. Ja, und seitdem hat die so eine beschissene Frisur, dass die sich nicht mehr am Fenster getraut hat. Da fällt vom Herzen mir ein Stein. Es quälte mich ja aus, ja ein. Mein Mundgeruch, das sei der Grund, dass ich sie nicht mehr sehen konnte. Doch war's der Udo und ich schwör, ich mach ihn kalt, den Scheißfriseur. Dann ist Rapunzel meine Mutter? Ja, sie hat sich in Körbchen vor das Schloss abgelegt, bevor sie in den finstern Wald verschwunden ist. Ich glaube, die hat da jetzt eine Grillstation von einer alten Frau übernommen. Mensch, Bertie, da bist du jetzt mit der richtigen Prinzessin liiert. Wer hätte das gedacht, mein Kind, dass wir so eng verbandelt sind? Jetzt habe ich für meinen Thron sogar noch einen Schwiegersohn. Ja, wenn man das alles vorher gewusst hätte, hätten wir uns den Ärger mit dem blöden Liebestrank sparen können. Halt! Bist du verrückt? Du kannst das gute Zeug doch nicht einfach wegschütten. Lass dich doch bestimmt mal an den Kundschaffer kommen. Nee, das stinkt doch. Ja, wenn es weiter nichts ist... Nymphentränen neutralisieren den Gestank. Neutralisieren ist gut. Das riecht ja richtig lecker. Gib mal her. Tatsächlich, das duftet so nach Frühling. Das kommt dir bestimmt gut an. Wie wollen wir das Zeug denn nennen? Rödels wohlriechendes Wasser. Nö. Wenn schon, dann Antons wohlriechendes Wasser. Ja, und was ist mit Milch? Also schön. Der Fee und dem Anton ihr wohlriechendes Wasser. Der König euch mit Recht beteuert, dieser Name klingt bescheuert. Da hat mein Schwiegervater recht. Warum nennen wir das Zeug nicht einfach nach dem, was drin ist? Krötenschleim, Ölschlamm, Feenpipi. Ja, das ist doch viel zu lang, das passt da nirgendwo drauf. Und wenn wir die ganze Sache einfach abkürzen würden, indem wir nämlich nur von jedem der Anfangsbuchstaben nehmen. Sag es. K wie Krötenschleim, Ö wie Ölschwamm, F wie Feenpipi, N wie Nymphentränen, I wie Eelschweiß und Sch wie Schabernackwurz. Köfnischwasser. Klingt ja auch komisch. Ja, wieso denn F wie Feenpipi? Ich bin eine Elfe. Ja, was denn jetzt? Eine Fee oder eine Elfe? Eine Elfe, Blödmann. Hä? Also, es gibt Feen der E-Klasse, der A-Klasse, der S- und der L-Klasse. Und ich bin eine L. Fee. Ach, das ist doch ja hops wie gesprungen. Von wegen, ich bestehe auf meinem L. Dann heißt das ja nicht Köfnischwasser. Kölnischwasser. Hey, das klingt gut.
Das können wir bestimmt auch international vermarkten. Als Eau de Cologne. Wieso wir? Du bist doch jetzt eine Prinzessin. Na und? Deshalb gebe ich doch meinen Beruf nicht auf. Dann willst du hier im Laden weiterarbeiten? Nicht hier. Wir verlieren die Produktion aufs Schloss. Aus dem Laden machen wir das Labor und die sieben Zwerge können bei unserem Fließband arbeiten. Mein Töchterchen ist gar nicht dumm. Ich gründe ein Imperium. Sehr weit, bis über den großen Teich. Und wir werden richtig reich. Das ist ein echtes Happy End. Wie man es nur aus Märchen kennt. Soweit die Fabel, liebe Leute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich hab jetzt eine richtige kleine Firma. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Denn das ist mir so etwas, was ich prima kann. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Weil ich adlig bin und nicht so ein Windelding. Fällt mir jetzt nichts mehr schwer. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Nehmen man hier den Zerris zum Traualtar. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Zum Traualtar, ja, wie wunderbar. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Ja, zum Traualtar. Oh, wie wunderbar. Und ich will am Meer. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Mit Kölnschwasser steige ich nämlich ganz groß ein. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Hab ich nicht ein super kluges Töchterlein. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Und doch ne Allee. Ja, das mach ich weh. Und ich will noch mehr. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Ich hoffe, du hast auch für mich nen Job. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Und auch für uns, ja, das wäre top. Jetzt ist sie dran, jetzt ist sie dran. Auch nen